Im Rostocker Zoo gibt es ab sofort eine Sensation zu bewundern. Dort heißt es seit kurzem Schlange stehen für die Schlange. Denn hier im Tropenhaus im Darwineum ist seit kurzem eine Schlange mit, man höre und staune, zwei Köpfen zu sehen. Das ungewöhnliche Reptil, eine Felsenschönnatter, schlüpfte vor 9 Monaten und ist inzwischen 65 cm lang und 45 Gramm schwer. Zum Anfang hat man erstmal gar nichts gesehen. Wenn 15 Schlangen schlüpfen, dann ist das ein ziemliches Gewusel. Aber beim Sortieren und aus dem Gelege rausnehmen, war unsere Verwunderung nachher doch sehr groß. Seitdem die zweiköpfige Schlange im Rostocker Zoo ist sie ein wahrer Publikumsmagnet. Viele Gäste kommen nur wegen des besonderen Reptils. Also es ist ja jetzt erst sehr kurz, seit 3-4 Tagen, dass wir sie hier vor der Öffentlichkeit zeigen. Und das ist schon von großem Interesse für die Besucher. Die hat ja hier ein einzelnes Terrarium und eigentlich ist sie sehr ruhig und gelassen. Und den ganzen Trubel vor der Scheibe, den nimmt sie wahrscheinlich gar nicht so übermäßig wahr. Das biologische Wunder, das nur sehr selten vorkommt, hat natürlich auch zwei Speise- und Luftröhren. Die Köpfe können beide fressen, das war für uns auch sehr interessant, das ist abwechselnd. Sie hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es ums Fressen geht, welcher Kopf nun anfängt zu fressen. Da merkt man manchmal schon Unstimmigkeiten, aber ansonsten klappt das eigentlich sehr gut. Dass sich die zweiköpfige Schlange ganz normal wie andere Tiere auch entwickeln kann, da hat man im Zoo keine Bedenken. Hilfe von außen braucht sie lediglich beim Häuten. So Schlangen, wenn die wachsen, dann häuten sie sich von Zeit zu Zeit. Und zwar im Ganzen, dass sie vom Kopf her dann die Haut, dass sie aufplatzt und sie sich dann ausstreifen. Und das geht bei ihr ziemlich schlecht. Da müssen wir als Pfleger schon ein bisschen helfen. Die Schönnattern übrigens können bis zu 2 Meter lang und bis zu 20 Jahre alt werden.